Funkgerät haben wir, Rucksack nehmen wir mit, der kommt wieder ins Auto und dann fahren wir mal eine Runde und gucken mal, wie es so aussieht. Martin Westphal und Julian Schäfer von der Bergwacht Kassel sind dieses Wochenende die guten Seelen, falls an der Schneepiste was passiert. Die Rodelfans an der ersten Station am Essigberg sind schon voll in ihrem Element. Naja, ganz gut gefüllt, aber jetzt kein Problem in Sachen Abstände oder so. Also wirklich, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ja, das passt. Und der Rettungsweg ist auch frei da hinten. Aber gut was los, muss ich sagen. Und vor allem die Kinder sind total begeistert und fackeln nicht lange. Julian war einer der Ersten hier und weiß, wo es die besten Strecken gibt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gleich nochmal da. Da ist so ein Huggel und ist ganz glitschig. Da kann man richtig schnell runterrasen. Und dann möchte ich hier den hinteren Weg nochmal fahren. Da sind ganz viele Huffe und da fliegt man ganz oft ein paar Meter. Sieht ganz schön gefährlich aus. Doch Julian weiß, wie es geht. Martin und Julian von der Bergwacht sind vorerst beruhigt, schauen daher auf der Piste nebenan nach dem Rechten. Die Abfahrt Hohes Gras ist noch viel steiler, hat Hindernisse, die zur Gefahr werden können und ist teils richtig doll vereist. Martin und Julian und ihre Kollegen von der Bergwacht kommen immer dann zum Einsatz, wenn Feuerwehr und Krankenwagen die Patienten nicht erreichen können. Ohne Bergwacht würde es mittlerweile nicht mehr gehen. Derzeit kommen mehr Menschen, also auch mehr Einsätze. Das größte Problem ist halt wirklich, dass die Leute sich nicht darauf vorbereiten, was alles im Wald passieren kann, was gibt es für Gefahren. Und auf gut Deutsch gesagt, man geht dann mit der Sandale wandern, ja, anstatt einen anständigen Wanderschuh anzuziehen oder jetzt im Winter Schneeschuhe anzuziehen. Und dadurch, dass jetzt immer mehr Leute tatsächlich an die freie Natur und in den Wald wollen, das aber jahrelang nicht gemacht haben, weil eher Videospiele angesagt waren, merkt man halt auch, dass einfach mehr Einsatzpotenzial besteht. So mancher fährt sich richtig in einen Rausch. Für die Rodler zählt nur der Spaß und die Geschwindigkeit. Und das geht eben auch nicht immer gut. Das sah ziemlich spektakulär aus mit dem Schlitten. Zeigen Sie mal. Ja. Das ist eine leichte Beule auch. Schwindlig oder so ist sie nicht? Nein, ich bin hart gesotten. Hart gesotten ist immer gut. Wenn es Ihnen soweit ganz gut geht, dann haben Sie noch einen schönen Tag. Ne? Ja, vielen Dank. Gehen wir unsere Runde mal weiter. Wie nett, wie hilfsbereit. Ich wusste ja nicht, dass er von der Bergwacht ist. Wie finden Sie das, dass die Bergwacht jetzt auch hier teilweise da ist? Gut, sehr gut. Also es ist sehr steil und knapp auf jeden Fall. Also die Kinder haben schon ihre Schwierigkeiten. Aber wenn der Hang doch einmal zu steil ist, dann ist auf die Bergwacht Verlass.